sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Des andern Tages, der da folge nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Herr, wir haben gedacht, gingen hin und verwahrten das Grab mit.